Wenn ich die Kommentare unter vielen Posts lese oder die Hassreden-Clips anklicke, dann zweifle ich an den Menschen. Was wird da gepöbelt, beleidigt und angegriffen? Manchen Blödsinn will ich lieber gar nicht erst zur Kenntnis nehmen. Und doch sind wir alle mittendrin. Behandelt die Menschen so, wie ihr selbst von ihnen behandelt werden wollt. Was ein uralter Grundsatz der Bibel ist, gilt heute in den sozialen Medien und im Netz immer weniger. Die Hemmschwelle sinkt. Schätzungsweise jeder Zehnte hat mit Hassreden und übler Nachrede schon mal zu tun gehabt. Tendenz steigend. Ich frage mich, was Menschen dazu bringt, so über andere herzuziehen und sie fertig zu machen. Und zwar immer so, dass diese sich nicht wehren können. Manchmal denke ich, eine Meinung wird überhaupt erst gehört und akzeptiert, wenn sie laut und von oben herab geäußert wird. Austausch, ein wirkliches Gespräch, Streitkultur, Fehlanzeige. Gut, dass inzwischen viel getan wird gegen Hass und miese Meinungsmache im Netz. Plattformen sollen Hasskommentare möglichst schnell löschen und Schreiber anzeigen. Und auch juristisch gibt es härtere Strafen. Aber all das kann den Hass nicht aufhalten. Nein, es beginnt hier. Bei jeder und jedem Einzelnen. Wir müssen uns zuerst fragen, wie wir behandelt werden wollen. Und dann danach handeln. Immer und überall.